Ah, bitte, jetzt habe ich keine Ünker. Ding ist, wir haben halt hier diese Loot Patches. Ja, mit seinem Speer, ne? Crowd Control. Crowd Control. Hier kann ich bestimmt ein paar mehr zusammenpullen. Jetzt wollen wir es aber halbwegs kontrolliert mal lassen fürs Erste. Hinten kommt dann bestimmt gleich nochmal der Große irgendwo, oder? Ne? Moment, noch alles gut. Eigentlich ganz schön, dass die immer ein bisschen weglaufen. Dann, gehen die auch automatisch aus den Patches raus, ne? Muss alles immer positiv sehen. Also ein Pack will ich dann nicht machen. Und zwar das eine, wo man dann durchskippen kann. Jetzt habe ich mein Addon nicht aktiv, wo ich das ansagen kann. Ah, wie war der Kürzel nochmal von dem Addon? Ich habe mir letztens ein Addon geholt, wo ich die Sachen callen konnte. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Abkürzung war. Ätzend. Ah, Mist, das hätte ich jetzt vor dem Kino nachschauen sollen. Okay, ich habe das Totem-Ding mal interrupted. Nee, das ist keine Wiegaura, das ist ein Add-on, wo du so eine extra Schaltfläche hast. Aber ich weiß das Kürzel nicht mehr, wie ich es ausrufen konnte. Mist, der hat das Ding durchgekriegt, oder? Die sind mal ein bisschen zurück. Okay, wir machen jetzt noch ein paar kleine. Und dann werden wir mit dem skippen. Welcher war nochmal der Skip-Mob? Crowd Control. Attack Totem. Attack Totem. Nein, die haben alle Mobs da drin gestunt. Warum? Der eine Typ, der schafft mich. Die haben komplett alle Murlocs in dem Dings gestunt.
Attack Totem. Also, ich find's ja immer echt schön, wenn auch, ne, ein Mast-CC kommt, das nimmt Damage raus und alles. Alles gut. Aber die Mobs waren alle fast tot und er haut einen Master rein und sie werden alle wieder fast vollgeheilt. Super, jetzt kommt der Dicke von hinten noch. Wir brauchen noch ein paar Prozent jetzt. Da sind halt ein paar resettet. Ja, die heilen sich nicht wieder voll. Der ist entkommen. Perfekt. Mob erstmal verbuggt. Ich glaube, die müssten reichen, oder? Wahrscheinlich war es dumm, da zwei Murloc-Gruppen zu pullen, ne? Also ich habe das jetzt easy überlebt, aber die anderen haben halt zu viel Damage gekriegt. Und... ich habe geschrieben, dass sie einen Skip-Mob töten sollen. Das glaube ich wo, ne? Oder? Ja, das ist der Skip-Dude. Wieder Fischstäbchen hier ohne Ende. Crowd Control. Attack Totem. Ich muss nochmal schnell nachschauen, wie das eine Addon heißt. Jetzt nicht gut, dass das... Bildschirm drüber. Jetzt den Boss einfach, keine Ahnung. Ich muss nebenbei gucken, wie das jetzt heißt, das Addon. Das ist jetzt halt kacke, das hätte ich vorher machen sollen, ne? Defensive. Shockwave. Defensive. Fuck it, da komme ich jetzt nicht raus. Ah, ich darf nicht nebenbei nach dem Addon gucken, das war jetzt eine dumme Sache. Defensive. Wurde von dem einen Ding gestunt, dem anderen. Ja, da muss es halt ohne gehen. Keine Ahnung, ich schreib's einfach. Special coming. Hallo, hierhin. Drück's. Oh boy. Er klickt's nicht. Klick's halt. Kollege, hier, das ist das Letzte. Alter, was macht er denn? Vor allem, es war nur eins offen. Ich versteh's gar nicht, warum er das jetzt nicht gedrückt hat. Ja, also ich habe genug Zeit, das im Chat zu schreiben. Mit Addon wäre es halt besser gewesen. Ich habe halt auch keine Marks jetzt voraufgestellt. Ja, das war jetzt. Shockwave. Defensive. Defensive. Das haut ganz schön rein, muss ich sagen. Shockwave.
Das Ding ist, die Shockwave hat ja vorher gar nicht so viel Schaden gemacht. Ich wollte dann raus shapeshiften aus dem Ding. Und dann war ich in der Normalgestalt und das andere Viech hat mich dann weggehammert. Okay, ich muss auf jeden Fall nochmal wollen. Special coming. Ich will wieder an den gleichen Stellen. Soll ich meine Inka... Komm, ich heb meine Inka auf. Luga, ich grüß dich. Ja, ich muss ein paar M plus nur machen. Ich mach wahrscheinlich ein paar mehr. Ja gut, im Endeffekt bräuchte es Addon nicht wirklich. Du hast halt hier irgendwie gefühlt 5 Minuten Zeit. Das zu schreiben, ne? Bevor das zu einem M plus Dungeon wurde, war das halt echt ein bisschen eng mit einem Timer tatsächlich. Jetzt ist die Frage, pulle ich da oben mehrere zusammen oder mache ich es vorsichtig? Komm, das kriegen wir hin, oder? Ja, das hat jetzt schon gepasst, aber jetzt muss ich da ein bisschen vorsichtiger pullen. Boah, bei dem Drachen wird das gleich richtig ätzen, ne? Da für ein Handbuff. Rausgehen. Oh, die sollten wir nicht adden. Ah, scheiße. Das ist jetzt nicht gut. Und jetzt muss ich die da gleich ein bisschen aus dem Shit rausziehen. Ich werde mich da hinten jetzt in der Ecke ein bisschen trappen. Bin extra hintergelaufen, aber der Worry, der kam halt nicht mit und hat reingeedit. Versuche ich sie langsam wieder da hinten rauszukriegen. Ich habe halt absolut nichts mehr, ne? Hat der jetzt noch geklappt so gerade? Heiler-Mana aus, halbwegs okayisch. Aber den Boss, ne? Den habe ich bis jetzt noch nie zufriedenstellend für mich selber runtergespielt, sage ich euch ehrlich. Denke ich mir immer noch, irgendwie muss ich das nur anders machen. Ah, jetzt haben wir gleichzeitig einen Stun und ich habe mein Desorientieren rausgehauen. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen raus. Das sind ein bisschen viele von den Wirbeln. Okay, komm. Einmal rein mit dem Pott.
Mit Boss-Buff wird es hier sicher hart. Breath incoming. Ich muss ihn jetzt halt drüber drehen, weil sonst stehe ich in der Scheiße drin, ne? Das ist halt jetzt ein bisschen kacke. Breath incoming. Na, da haben wir jetzt leider nicht alle erwischt. Breath incoming. Die Kacke, irgendwann muss ich ihn halt umdrehen, weil ich hier dann... Fuck it. Ja, jetzt muss ich ihn dann umdrehen und andersrum ran. Breath incoming. Irgendwann kommst du dann nicht mehr raus. Muss ich ihn wieder nach hinten drehen. Breath incoming. Geh jetzt ganz nach hinten mit dem und drehen dann um. Breath incoming. Breath incoming. Ja, zumindest ein paar habe ich erwischt. Breath incoming. Breath incoming. Breath incoming. Wir müssen gleich nochmal umdrehen, den Kollegen. Breath incoming. Breath incoming. Breath incoming. Nein, jetzt haben wir wieder rausgezogen. Ja, komm, scheiß drauf, lass ihn einfach töten. Breath incoming. Also, ja gut, das war jetzt nicht optimal gespielt, sage ich euch ganz ehrlich. Aber ich bin mir immer, ich darf den halt nicht hektisch drehen, sonst erwischt der Schwanz die Leute, ne? Also ich muss das halt so ein bisschen slow machen, aber dann erwische ich halt diese Viecher nicht, ne? Wenn ich ihn halt schnell drehen würde, könnte ich die Viecher immer mit erwischen, aber wenn ich, dann wird der Schwanzschlag oder der Breath die anderen Leute erwischen, dann ist halt auch RIP. Den skippen wir. Einen müssen wir interrupt. Ah, nice, der Monk interrupted. So will ich das. Interrupt. Halt. Wie lange haben wir denn noch? 10 Minuten haben wir. Oh fuck, ich muss da raus. Immer schön, wenn du Leute dabei hast, die einen Mob, der auf Range steht, einmal weginterrupten, dass er rankommt. Das ist immer sehr, sehr nice. Wenn du da Leute hast, die so ein bisschen mitdenken. Selber hier. Interrupt. Da tue ich mal ein Desorientieren drauf. Ein bisschen auseinanderziehen.
Ich hoffe, das passt mit den Prozenten, ne? Also die bringen jetzt auch nochmal 4%, würde ich mal sagen. Und was bringen die hier? Die bringen auch nochmal 5. Also es müsste eigentlich aufgehen. Ja, ja. Das müsste aufgehen. Sind sogar dezent drüber, vielleicht 1% oder so. Also da, so wie ich spielen wollte, war es zwar. Gut, ich sag mal so, wir haben ein bisschen abgefuckt bei den Murlocs. Vielleicht hätte ich da auch nur ein Pack pullen dürfen, nicht zwei. Das war vielleicht dann ein bisschen too much tatsächlich. Also sonst ist es anders, aber ich würde persönlich sagen, diesen Key habe ich tatsächlich bis jetzt am meisten abgefuckt hier. Also, dass ich mich da einmal wegstunnen lassen habe beim ersten Boss, war schon mal nicht... Oh, da darf ich auch nicht drin stehen. War schon nicht gut. Am zweiten war es jetzt auch nicht optimal gespielt. Mal gucken, jetzt müssen wir die Ehrenrettung beim Endboss wieder hinkriegen. Also, wenn wir den Endboss legen, dann kriegen wir das in time. Watch all. Theoretisch kannst du die auch versuchen zusammenzuziehen, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Target change. Ich hoffe, der Heiler soakt jetzt gleich. Watch all. Okay, Heiler hat geschrieben, dass er sorgt. Weil wenn zwei gleichzeitig reinlaufen, dann ist bitter. Special coming. Mal interrupten. Ja, okay, das mit dem Interrupten klappt schon mal. Special coming. Heiler muss nochmal sorgen. Okay. Na gut, er macht schon. Der muss ein bisschen schneller sorgen. Special coming. Special coming. Ach, der hat seinen Speer reingelegt und dann sind die Instant wieder reingekommen. Das war clever von dem Typen. Das war clever. Ich dachte mir gerade, okay, der hat Instant Interrupt, beide. Aber die sind wieder, die haben sich rausgeportet, ne? Und dann wurden sie wieder reingezogen. Clever. Ich hätte gar nicht dran gedacht, dass das theoretisch geht. Jetzt ziehe ich meine Convoke nicht mehr. Schauen wir mal, wie wir uns noch verteilen können. Immer nach unten. Special coming. Wurde immer gesagt, man soll nicht zu nah ran. Ich sehe keine Pfeile. Ah, jetzt doch hier, so, okay. Der steht halt in dem Ding drin, ne? Nicht. Was zur Hölle kriegt denn gerade an Schaden? Okay, ich kann auf jeden Fall nicht convoken. Nicht convoken in der Eule. Ich spiele es auf Nummer sicher, ich bleibe im Bären. Die haut richtig Schaden raus. Also nicht nur so ein bisschen. Watch your step. Ich habe jetzt schon mal den ersten Soak gemacht. Heiler muss... Watch wave. Muss nochmal saugen. Special coming. Fuck, uns ist einer gestorben. Ich habe keine Wut, um ihn retten zu können. Wo ist denn der außer Reichweite?
so dumm, dass ich so viel Wut brauche dafür. Watch wave. Nochmal Sorgen. Ah, Heiler ist gestorben. Watch your step. Bucket. Special coming. Watch wave. Können es halt noch machen. Alter, ich bin so eine Maschine als Tank, ne, dass ich das jetzt überlebt habe. Eine Maschine. Ich sag's euch. Irgendwie hat das noch geklappt. So, sollen wir mal reinschauen, was drin ist. Ach, ein Zweihandstab. Das brauche ich halt wieder mit Mastery-Tempo, ne? Den brauche ich halt auch nicht. Das ist halt ein Crap-Teil. Schade. Vielleicht hat irgendjemand Handschuhe. Der eine hat eine Axt. Guck mal, was die anderen so rausgezogen haben. Er hat mir zumindest ein paar Punkte gebracht jetzt. Jetzt schauen wir mal. Also das war jetzt nicht gut gespielt, aber es hat seine Schuldigkeit hier getan im Dungeon. Jetzt gucken wir mal, ob der noch was zum Traden hat. Der Lederträger, was hat der so drin? Ein Schmuckstück. Der eine schreibt, been a pleasure, hope you have a nice night. Ja, wunderbar.